Antrag der AfD, Reform der Politikerpensionen, Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung aufnehmen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, die AfD hat in der 20. Wahlperiode unter der Bundestagsdrucksache 20/7462 am 26. Juni 2023 einen Antrag eingebracht, und zwar zur Reform der Politikerpensionen. Bundestagsabgeordnete sollen in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden und dort auch einzahlen, meine Damen und Herren. Und über diesen Antrag sollte heute am 20. März 2024 debattiert werden, und zwar im Bundestag. Das war an sich geplant für heute um 18 Uhr, gegen 18 Uhr, aber leider wurde dieser Antrag abgesetzt. Und zwar, also einen Grund gibt es dafür nicht. Der Bundestag selbst hat für heute, den 20. März 2024, die geplante erstmalige Aussprache über den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel Reform der Politikerpensionen, Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung aufnehmen, vom Tagesordnungspunkt abgesetzt. Im Anschluss wäre dann eine 45-minütige Aussprache vorgesehen, den Antrag dann zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zu überweisen. Die AfD fordert, verlangt, dass eine Arbeitsgruppe einen Gesetzesentwurf ausarbeitet, der die Neustrukturierung der Altersversorgung für Abgeordnete regelt. Wichtige Faktoren dabei sind laut der AfD-Fraktion unter anderem, dass die Altersversorgung im Ganzen eine angemessene Versorgung gewährleistet, die Unabhängigkeit der Abgeordneten sicherstellt und transparent ist. Und dass die Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Und das ist auch eine große Chance für deren Zukunftsfestigkeit, also für die Zukunftsfestigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn denn die Abgeordneten Teil der Versicherungsgemeinschaft werden würden. Die Abgeordneten würden aufgrund ihrer Selbstbetroffenheit neue Gesetzesvorhaben mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Künftig dürfe daher auch eine vollständige Finanzierung der laufenden versicherungsfremden oder nicht beitragsgedeckten Leistungen über den Bundeszuschuss erwartet werden. Meine Damen und Herren, das sind die Intentionen der AfD zu dem von ihm zu dem gestellten Antrag auf Aufnahme der Politikerinnen und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung. Meine Damen und Herren, ich finde, dieser Vorschlag der AfD ist erstmal grundsätzlich in Ordnung. Ja, wir sollten da auch nicht die Nase rümpfen, nur weil er jetzt von der AfD kommt. Nein, um Gottes Himmels Willen. Ich bin für alle Vorschläge da wirklich offen, die von demokratisch legitimierten Parteien, dazu gehört die AfD, sie ist eine demokratisch legitimierte Partei. Es haben also Menschen die AfD in den Bundestag gewählt, dort kommen. Selbstverständlich wäre auch letzten Endes ein entsprechender Gesetzesvorschlag von der SPD nicht schlecht, oder aber auch von der BSW nicht schlecht. Ja. Aber meine Damen und Herren, das ist mal ein Vorschlag, wo ich sage, okay, darüber sollte man wirklich drüber nachdenken, dass alle Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag und den Länderparlamenten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und dort auch ihren Beitrag leisten. Aktuell ist es ja so, dass ein Bundestagsabgeordneter nicht einen einzigen Cent von seinem Geld, was er vom Steuerzahler bekommt, also sprich von den über die Diäten, nicht einen einzigen Cent in die Abgeordnetenpensionskassen oder Abgeordnetenpensionen, die er später mal erhält, einzahlt. Das heißt also, er kriegt hier entsprechende Ruhensgehälter oder Ruhensleistungen ohne Gegenleistung, und das ist schlicht und ergreifend ein Schlag in das Gesicht von 21 Millionen Menschen, die in Deutschland Renten bekommen, und vielen, vielen weiteren Millionen Menschen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Rahmen des Äquivalenzprinzips Beiträge in die Rentenkasse einzahlen und dort ja mehr recht als schlecht Rentenleistungen für die Zukunft zu erwarten haben. Wir wissen ja, dass ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland Renten unter 1.000 Euro zu erwarten haben, trotz
Arbeit, 40, 45, 35 Jahre Arbeit. Meine Damen und Herren, ja, Hut ab. Das war ein guter Vorschlag der AfD. Das kann ich nur unterstreichen, dass man das in diese Richtung weiterdenken muss. Und deshalb bin ich ganz froh, dass auch von dieser Ecke mal ein Vorschlag gekommen ist, den wir auch als Demokraten mit unterstreichen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.